Die erste Etappe des Energiepakets geht von Potenzialen aus, welche die Schweiz aus eigener Kraft mit den heute bekannten und absehbaren Technologien erreichen kann. Wir alle wissen nicht, hat die Geothermie Erfolg in den nächsten Jahren, dann werden sich ganz andere Potenziale auftun. Wir wissen nicht, ob im Bereich der Biomasse etwa weitere Quantensprünge zu erwarten sind. Deshalb sind solche technologischen Entwicklungen selbstverständlich in dieser Strategie so nicht vorhanden, sondern sie ermöglicht uns dann, die Ziele bei den Erneuerbaren oder im Bereich der Effizienz besser zu erreichen. Ebenfalls nicht eingeschlossen sind allfällige EU-Abkommen im Bereich Strom, Energie, wo wir ja am Verhandeln sind. Kommen wir aber jetzt zum Bereich Sicherheit. Es ist mir ganz wichtig, und das wird immer wieder vermischt, zu betonen, dass das ENSI kein Akteur der Energiepolitik ist. Das ENSI ist ein Akteur der Sicherheit, eine Sicherheitsaufsichtsbehörde, nicht mehr und nicht weniger. Es ist richtig, wenn sich das ENSI ausschließlich von fachlichen und nicht von ökonomischen und nicht von politischen Überlegungen leiten lässt. Die politischen Entscheidungen werden gefällt im Parlament, aber nicht durch die ENSI-Aufsichtsbehörde. Wenn man die Frage stellt, legitime Fragen zur Dauer eines Betriebes einer Sicherheitsanlage, so ist das eine politische Frage, wenn man sie beschränken will, in der Verfassung oder im Gesetz. Aber das ist nicht eine Frage des ENSI. Sie hat alleine zu beurteilen, ist die Sicherheit gewährleistet, welche Maßnahmen sind nötig, um das Optimum an Sicherheit zu erreichen. Das ENSI muss auch nicht populär sein. Ich wünsche zwar Herr Wanner und seinen Mitarbeitern, dass sie nicht laufend attackiert werden und sehr oft ungerechtfertigt oder mit Unwissen. Das ENSI muss nicht populär sein. Wenn das ENSI von einer Maßnahme überzeugt ist, dann gilt es diese ohne Rücksicht auf positive oder negative Schlagzeilen, sei es von Kritikern politischer Natur, sei es von den Betreibern. Das ist alles nicht relevant. Das ENSI hat seine Maßnahmen, von denen es überzeugt ist, ohne Wenn und Aber darzulegen, zu verfügen und das durchzuziehen. Das ENSI ist gemäß Kernenergiegesetz eine nicht weisungsgebundene, von den Bewilligungsbehörden, auch vom UVEC, losgelöste Aufsichtsbehörde. Es übt seine Aufsichtstätigkeit selbstständig und unabhängig aus. Der Bundesrat ist gestützt auch auf die unabhängige Zweitmeinung der Eidgenössischen Kommission für nukleare Sicherheit, der KNS, überzeugt, dass das ENSI seine Aufsichtsfunktionen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik wahrnimmt. Klar und deutlich muss man sagen, Sicherheit in Kernanlagen müssen die Betreiber herstellen und niemand sonst. Das ENSI spielt selbstverständlich eine wichtige Rolle, wenn es um die Maßnahmen der Betreiber zur Wahrung und Erhöhung der nuklearen Sicherheit laufend überprüft und nötigenfalls Nachbesserungen anordnet. Für die Sicherheit in den Kernanlagen sind die Betreiber verantwortlich. Dabei wäre es der nuklearen Sicherheit keinesfalls dienlich, wenn neben dem ENSI eine zweite Atomaufsichtsbehörde geschaffen würde. In Fragen der Sicherheit ganz allgemein und ganz besonders in Angesicht von Notlagen erträgt es kein Kompetenzgerangel unter konkurrierenden Behörden. Keine Verwirrung wegen widersprüchlicher Anordnungen. Und kein Zögern aufgrund verwässerter Verantwortlichkeiten und schon gar keinen politischen Stichentscheid in einer technischen, sicherheitsrelevanten Frage, falls sich die Fachinstanzen auch mal nicht einig wären. Zwar ist eine fundierte Zweitmeinung zu Grundsatzfragen
aus unserer Sicht wichtig und wertvoll. Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber, das Parlament, seinerzeit die Kommission für nukleare Sicherheit, die KNS, geschaffen. Genau das war die Absicht des Parlaments, dass man hier eine Zweitmeinung einholen kann. Aber die Verantwortung für die Sicherheitsaufsicht über die schweizerischen Kernanlagen bleibt auch mit dieser Zweitmeinung einzig und ungeteilt beim ENSI. Und dort ist sie meines Erachtens auch gut aufgehoben. Deshalb hat das UVEC Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts eingelegt, wonach das UVEC als Bewilligungsbehörde dem KKW Mühleberg zu Unrecht eine unbefristete Betriebsbewilligung erteilt habe. Das Gericht begründete sein Urteil unter anderem damit, dass das UVEC selbst eine Beurteilung von Sicherheitsfragen hätte vornehmen müssen und sich nicht allein auf die Einschätzung des ENSI hätte verlassen dürfen. Zumal das UVEC, so das Gericht, selbst über genügend fachliches Know-how verfüge, um das zu leisten. Doch hier irrt das Bundesverwaltungsgericht. Der Gesetzgeber hat dem UVEC ganz bewusst die rechtliche und fachliche Kompetenz entzogen, Fragen der Sicherheit von Nuklearanlagen zu prüfen. Er hat die ehemalige Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen aus dem Bundesamt für Energie herausgelöst und hat diese in die unabhängige Aufsichtsbehörde ENSI überführt. Es kann im Sinne der Schweizer Nukleargesetzgebung daher nicht sein, dass das UVEC als politische Behörde eine Einschätzung des ENSI als Fachinstanz in Fragen der nuklearen Sicherheit übersteuert, so wie es das Bundesverwaltungsgericht verlangt. Nun muss sich deshalb das Bundesgericht mit dieser Grundsatzfrage befassen. Gegebenenfalls wäre hier also das Gesetz anzupassen. Unseres Erachtens falsch. Ich habe an sich auch nicht Lust, eine Abteilung Physiker noch zu beschäftigen, die aber einen großen Teil des Jahres wohl nicht wissen, was sie tun müssen. Betreiber, meine Damen und Herren, sind nicht aus der Sicherheitspflicht entlassen, wenn der Stecker dereinst einmal gezogen wird. Gesetzliche Vorschriften zur sicheren Entsorgung radioaktiver Abfälle bestehen. Wir haben aber auch die moralische Verpflichtung nach jahrelangem Konsum von Kernenergiestrom. AKW-Gegner sehen das langsam ein. Dennoch gibt es bei der Standortsuche immer noch viel Widerstand. Die Tiefenlagerfrage müssen wir lösen, meine Damen und Herren. Die jahrzehntelangen Hin- und Her-Diskussionen, die jahrzehntelangen Widerstände müssen wir auch psychologisch langsam aber sicher durchbrechen. Die Verantwortung zur Entsorgung von nuklearem Abfall kann nicht einfach den nachfolgenden Generationen überlassen werden. Die Nutznießer der Kernenergie heute müssen Lösungen vorbereiten und die Finanzierung sicherstellen. Wenn wir die Entsorgungspflicht gemäß Kernenergiegesetz anschauen, so ist klar, die Entsorgung hat in der Schweiz zu erfolgen. Eine internationale Lösung wird zwar immer wieder in die Diskussion geworfen, aber kein Land, das unter Einbezug seiner Bevölkerung nach einer sicheren Lösung sucht, ist bereit, Abfälle aus einem anderen Staat bei sich zu entsorgen. Ich finde das auch richtig so. Die Frage, wo diese Abfälle in der Schweiz dereinst entsorgt werden können, muss in den nächsten rund 10 Jahren im Rahmen des Sachplanverfahrens geologische Tiefenlager geklärt werden. Mit dem Abschluss der Etappe 1 vergangenen Jahres konnten wir die zweite Etappe angehen. Diese dürfte gut 4 Jahre andauern. Das Jahr 2012 ist für die Regionalkonferenzen und die Fachgruppen arbeitsintensiv, aber die Partizipation ist außerordentlich wichtig, um zu informieren, um abzuklären und eben hier in Berücksichtigung der Bevölkerung. Es geht um Tätigkeiten wie die Platzierung der Oberflächenanlagen eines geologischen Tiefenlagers.
Es geht um Zusatzfragen zu sozioökonomischen und ökologischen Wirkungsstudien, welche in allen Regionen durchgeführt werden. Es geht um die Erarbeitung respektive Aktualisierung von regionalen Entwicklungsstrategien. Dass die Suche nach einem solchen geologischen Tiefenlager auf Kritik stößt, ist normal. Dass die Bevölkerung zuerst auch überzeugt werden muss, dass man Angst hat, das schätze ich auch als normal ein. Kritik ist auch gut, solange sie konstruktiv bleibt. Dann kann man sich auch mit aufgeworfenen Kritikpunkten konstruktiv beschäftigen und einen Ausgleich der Interessen erreichen. Schlussendlich ist die sicherheitstechnisch beste Variante zu suchen und nicht die politisch einfachste. Die Finanzierung der Stilllegung der Kernkraftwerke sowie der Entsorgung der radioaktiven Abfälle, meine Damen und Herren, auch sie ist gesetzlich geregelt. Die Finanzierung wird mit Beiträgen der Betreiber im Stilllegungsfonds für Kernanlagen und im Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke sichergestellt. Die Kosten werden periodisch neu berechnet und behördlich überprüft. Darauf basierend werden die Jahresbeiträge an der Betreiber festgelegt. Die Kosten für die Entsorgung belaufen sich gemäß den aktuellen Berechnungen auf 15,97 Milliarden Franken. Da ein großer Teil bis zur Außerbetriebnahme anfällt, müssen durch den Entsorgungsfonds 8,4 Milliarden Franken sichergestellt werden. Die Stilllegungskosten der 5 schweizerischen Kernkraftwerke und des ZWILAG betragen gemäß Kostenstudie 2011 2,974 Milliarden Franken. Ende 2011 betrug das Kapital im Stilllegungsfonds 1,336 Milliarden und im Entsorgungsfonds 2,824 Milliarden. Insbesondere im Entsorgungsfonds sind die somit also noch weg von den Kostenzielen, die dereinst zu decken sind. Meine Damen und Herren, wir haben im Energiebereich immer noch Polarisierungen. Die Energiestrategie wäre eigentlich eine gute Situation, um sich der Sache und nicht der Polemik und der Ideologie zu widmen. Die Polarisierung der AKW-Lobby versus die Umweltlobby bringt uns in der Energiepolitik nicht weiter. Auch ein Experten- und Juristenstreit über Zuständigkeiten bei den Aufsichtsinstanzen schadet der Sicherheit. Nostalgie und Festhalten an herkömmlicher Technik blockiert die Energiewende. Deshalb erwarte ich von der Energiewirtschaft, von der Politik und der Gesellschaft, bringen Sie sich ein in die kommende Diskussion um die Energiestrategie. Die Vernehmlassung wird in Kürze gestartet. Bringen Sie sich ein um den Umbau der Energieversorgung, um den künftigen Energiemix und den künftigen Strommix, aber bitte konstruktiv. Sachlich, fachlich, konstruktiv. Beteiligen Sie sich an der Suche nach Standorten für geologische Tiefenlager. Wir sind dazu gesetzlich und moralisch verpflichtet. Nein sagen ist immer das Einfachste. Schaffen Sie insbesondere die Aufsichtsorgane Sicherheit. Unser Vertrauen, Herr Wanner, verdienen Sie und Ihre Mitarbeitenden, wenn Sie uns überzeugen können, mit glaubwürdigen Prüfungen, wenn Sie uns überzeugen, aber auch mit Fachkenntnis, die international weite Anerkennung findet. Ich durfte das mehrfach hören und das hat mir schlussendlich auch viel an Vertrauen in Ihre Instanz und die Qualität der Leistungen gebracht. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen einen ganz spannenden ENSI-Tag.